ist der Kollege Markus Herbrand für die Fraktion der FDP. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Jung, wir werden Sie nicht daran hindern, unserem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank für die vielen lobenden Worte, die Sie gerade gefunden haben. Sie dürfen dem auch Taten folgen lassen. Drei Dinge, meine Damen und Herren, bringen uns Liberale immer um den Verstand. Das sind handwerklich schlechte Gesetze, nervige Bürokratie und auch ständig steigende Steuern. Und deshalb ist es allerhöchste Zeit, dass sich der Bundestag in die Reform der Grundsteuer einbringt, denn die Vorstellungen des Bundesfinanzministeriums müssen dringend ins Lot gebracht werden. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dass der sehr unkonkrete Antrag der AfD in der Sache eher unterstreicht, dass diese Partei den Gestaltungsanspruch an sich selbst und an uns, an der Pforte zu diesem Hohen Hause abgegeben hat. So kann man es nun mal nicht lösen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass das Grundsteuerchaos überhaupt hier aufkommt, ist schlimm genug. Das Steuerrecht ist seit langem nur noch ein dauerhafter Reparaturbetrieb. Regelmäßig verpasst die Bundesregierung, unser viel zu kompliziertes Steuersystem auch zu reformieren und den veränderten Verhältnissen in Deutschland und auch in der Welt anzupassen. Sie reagiert immer nur dann, wenn das Bundesverfassungsgericht sie dazu auffordert. Das hatten wir bei der Erbschaftssteuer, das hatten wir bei der, oder das werden wir haben, das garantiere ich Ihnen, bei der Regelung zu allen Verzinsungen im Steuerrecht. Das werden wir auch wieder bekommen beim Solidaritätszuschlag, wenn Sie das umsetzen, was Sie vorhaben. Und bei der Grundsteuer haben wir die Sache jetzt schon, diese Blamage, obwohl wir seit Jahren wussten, dass dieses Problem in der Welt war. Die Grundsteuer, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist deshalb in aller Munde, weil sie alle Leute betrifft. Durch die Grundsteuer tragen alle ihren Anteil an dem, was die Kommunen an Leistungen erbringt. Und das wollen wir natürlich auch so belassen. Steuersystematisch eignet sich die Grundsteuer aber nicht für Umverteilungskämpfe, auch wenn das möglicherweise nicht jedem hier im Hause gefällt. Viele andere Steuern in unserem Aufteilungssystem zwischen Bund und Ländern können und werden auch dazu genutzt, sozialpolitische Umverteilungsfantasien zu befriedigen. Die Grundsteuer ist dafür die falsche Steuer. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Menschen hören, was auf sie zukommt, wenn die Bundesregierung macht, was sie angekündigt hat. Deshalb geben wir sozusagen als Service-Opposition, Sie kennen das ja schon, eigene Impulse in die Beratung ein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die unterschiedlichen Positionen innerhalb Ihrer Koalition dürfen nicht zulasten von 36 Millionen Steuererklärungspflichtiger gehen und auch nicht zulasten der Beschäftigten in den Länderfinanzverwaltungen. Die FDP-Fraktion macht deshalb heute einen Vorschlag, wie wir die Bemessungsgrundlage zur Grundsteuer neu ausgestalten können, ohne dass wir dabei das ganze Land, seine Betriebe und auch seine Finanzverwaltung geradezu lahmlegen. Uns droht ein bürokratischer Wahnsinn zu überrollen, unter dem wir alle leiden werden. 36 Millionen Steuererklärungen müssen angefordert werden. 36 Millionen Steuererklärungen müssen von den Menschen, von den Bürgern, von den Betrieben ausgefüllt werden. 36 Millionen Einheitswertbescheide müssen festgesetzt und verschickt werden, auch noch mit der Post. Meine sehr verehrten Damen und Herren, daher kann des Rätsels Lösung nur sein, dass wir es so einfach wie möglich machen. Wir müssen auch endlich noch mal dafür Sorge tragen, dass die Menschen wieder verstehen, wonach sich eine Steuer bemisst. Das ist nämlich heute nicht der Fall. Ich vermute, nur wenige von Ihnen sind in der Lage, mir den heutigen Einheitswert zu erklären. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns einmal, bitte einmal, die Gelegenheit nutzen, eine Steuerreform für eine Vereinfachung zu nutzen. Und einfach bedeutet, den Aufwand auf ein erträgliches Maß zu reduzieren und auf unnötige Daten zu verzichten, die erst aufwendig erhoben werden müssen und schlimmstenfalls, Sie sagten es, alle 7 Jahre.
Unser Reformvorschlag sieht deshalb vor, nur die Fläche zu nehmen, Grundstück und Gebäude, keine komplizierten Bewertungsverfahren anzuwenden. Baukosten und Mieten sollen keine Rolle spielen, unterschiedliche Nutzungen allerdings berücksichtigen zu können. Wohn- und Gewerbenutzung können dann differenziert werden. Und natürlich für uns sehr wichtig, die Umlagefähigkeit unangetastet zu lassen. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, dass wir als Bundesgesetzgeber eine Aufkommensneutralität nicht gewährleisten können. Hierzu haben die Kommunen das letzte Wort in ihren Hebesätzen, die sie in eigener Verantwortung festsetzen. Kommunen dürfen aber auch nicht an der Reform verdienen. Deswegen haben wir eine bundesweite Initiative in den Kommunalparlamenten angestoßen, die eine Erhöhung der Grundsteuer begründet alleine auf die Reform verhindern soll. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir wehren uns mit unserem Vorschlag auch dagegen, dass durch die Reform der Grundsteuer eine Vermögensteuer durch die Hintertür wieder eingeführt wird. Das bezieht sich auf alle Überlegungen, Werte in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. Schenken Sie den Menschen doch reinen Wein ein. Ständig steigende Bodenrichtwerte wären ein Steuererhöhungsautomatismus. Das Gleiche gilt für die Einbeziehung von Mieten, ein Kostentreiber für die Großstädte. Dagegen wird die FDP Sturm laufen. Durch die Umlagen wären im Übrigen auch wirklich alle Mieter und Eigentümer betroffen. Ich appelliere eindringlich an Sie, lassen Sie uns die Chance nicht verpassen, die Grundsteuer auf stabile Füße zu stellen, einfach, sodass die Menschen verstehen, unbürokratisch und verfassungsfest. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächster spricht für die Fraktion der SPD der